Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, wir haben seit gestern Abend, und das ist eigentlich auch der Grundtenor dieser Konferenz, sehr viel gehört über die unterschiedlichen Wahrnehmungen von Israel und Deutschland. Und wir haben auch die These gehört, dass diese gegenseitigen Wahrnehmungen weiter auseinandergehen. Wir haben heute Morgen von Ralf Füchs gehört, dass beide Länder doch eine zivildemokratische Grundlage teilen. Beide verstehen sich als liberale Demokratien. Und meine Hoffnung ist ein bisschen, dass wir in diesem Panel vielleicht eher auch darauf kommen, festzustellen, dass die Probleme und nicht nur die Ausgangspositionen, sondern auch die Probleme, wie Deutschland und Israel mit neuen Herausforderungen umgeht und wie das Verhältnis von Staat und Religion in beiden Gesellschaften organisiert ist, vielleicht gar nicht so weit auseinander ist. Ich denke, da werden wir unter Umständen eine Kontroverse hier haben. Ich würde jetzt allerdings in der ersten Runde gerne eine Bestandsaufnahme machen über das Verhältnis von Religion und Staat in beiden Gesellschaften und würde gerne zu diesem Zweck beginnen. Zuvor möchte ich Ihnen aber noch kurz unsere Gäste vorstellen. Ich gehe in dieser Reihenfolge. Micha Brumlik brauche ich eigentlich einem Berliner Publikum kaum mehr vorzustellen. Er ist Professor für Erziehungswissenschaften gewesen, ist mittlerweile emeritiert, aber immer noch aktiv, und er ist auch ein sehr eifriger Publizist und ist im Meinungsstreit immer sehr präsent. Cem Özdemir ist, wie Sie alle wissen, ein Spitzengrünen-Politiker, und ich erhoffe mir auch von ihm, dass er hier auch einige kritische Worte zum Stand der deutschen Integrationspolitik sagt. Über unsere israelischen Gäste freue ich mich ganz besonders, weil ich glaube, wir haben hier zwei ganz besondere Persönlichkeiten aus der israelischen Zivilgesellschaft hier zu Gast. Elon Schwarz ist der Direktor von Shaharit, ein, wie Sie sich selber beschreiben, Think and Do Tank, eine NGO, die sich um die liberale Demokratie und die Zusammenhänge in der demokratischen Verfasstheit Israels mit den Fragen des Konfliktes und den Grundlagen der Zivilgesellschaft in Israel auseinandersetzt. Und ich begrüße ihn ganz herzlich hier und bin sehr froh, dass er da ist. Adina Bar-Shalom ist heute Morgen schon kurz vorgestellt worden, und wir haben uns sehr gefreut, als sie zugesagt hat, zum ersten Mal hier nach Berlin zu kommen und unser Gast zu sein. Adina Bar-Shalom ist nicht nur die Gründerin eines Colleges für ultraorthodoxe Frauen, sie ist auch eine Stimme in der Öffentlichkeit in Israel. Sie ist für die Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern. Sie hat einen sehr definitiven Standpunkt gegen den Rassismus in der israelischen Gesellschaft. Und darüber wird sie vielleicht selber auch was sagen, eine biografische Anmerkung. Sie ist die Tochter von Rabbi Ovadia Yosef, einem der legendären Führer oder überhaupt der legendären Führer der sephardischen Juden in Israel. Ich würde gerne mit unserer Debatte beginnen mit einer Frage an Micha Brumlik, was wir als Überschrift über dieses Panel geschrieben haben, was ja auch schon ein Hinweis ist, dass wir eher die Vergleichsebene und nicht so sehr die auseinanderstrebende Entwicklung in Deutschland-Israel konstatieren wollen, nämlich die Frage danach,
ist in Deutschland der Multikulturalismus und die multireligiöse Gesellschaft gescheitert? Ist das Modell, woran Deutschland in den letzten 2 Jahrzehnten so intensiv gearbeitet hat, nämlich die Versöhnung auch mit den Einwanderern und den Einwanderern einen Platz zu geben, ist das ein Modell, was jetzt unter Beschuss kommt? Und ist darüber hinaus auch das Thema Religion, was ja jetzt neu wieder in der Debatte in Europa entstanden ist, in den letzten Jahrzehnten, gefährdet das diesen Konsens einer liberalen Demokratie in Deutschland? Die Frage, die uns gestellt ist, sind multiethnische, multireligiöse Gesellschaften gescheitert? Die pauschale Antwort lautet, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie sie verfasst sind. Und vor diesem Hintergrund erweist sich, und man sagt ja vielleicht auch hier wenig etwas unstreitig Positives über dieses unser Land, ist dieses unser Land mit das Erfolgreichste bei der Bewältigung dieser Aufgaben, auch im Vergleich mit unserem westlichen Nachbarland Frankreich und mit Israel. Über Frankreich muss ich an dieser Stelle nicht viel sagen. Ich sage nur, dort wurde 1905 der laizistische Staat eingeführt. Gestern ging durch die Presse, dass in Paris ein 15-jähriges muslimisches Mädchen, das ohne Kopftuch in die öffentliche Schule ging, deswegen des Schulbesuchs verwiesen wurde, weil sie einen knöchellangen Rock getragen hat und man ihr bedeutet hat, sie solle doch bitte unauffällige Kleidung tragen. Das ist nun in Deutschland ganz anders. Hier steht in unserer Verfassung im Grundgesetz, Artikel 7 Grundgesetz, der Religionsunterricht ist ordentliches Unterrichtsfach, nicht Latein, nicht Physik, nicht Sozialkunde, sondern Religionsunterricht. Das geht zurück auf eine sehr schwierige Geschichte in Deutschland, hat aber dazu geführt, dass sowohl in der Verfassungsgerichtssprechung als auch im religiösen Leben sich eine Kultur von zweierlei Religionsfreiheiten ausgebildet hat, einer positiven und einer negativen, die, wie sich jetzt zeigt, lang genug hat es gedauert, auch in der Lage ist, die große muslimische Immigration zu bewältigen. Wenn es überhaupt so etwas wie einen Euro-Islam geben wird, dann wird er meiner festen Überzeugung nach in Deutschland entstehen. Wie ja auch, das darf man auch mal in der Böll-Stiftung sagen, die Konrad-Adenauer-Stiftung dadurch also sich einen Namen gemacht hat, dass sie eine Gruppe liberal-muslimischer Intellektueller jetzt gefordert hat. Das finde ich, war ein sehr günstiges Unternehmen. Demgegenüber ist Israel vielleicht, das ist nicht unsere Diskussion, als zionistischer Staat gelungen oder nicht. Das haben wir vorhin diskutiert. Die Frage ist, ist es als multireligiöse Gesellschaft erfolgreich gewesen oder gescheitert? Meiner Meinung nach ganz und gar gescheitert. Und das liegt daran, dass das, was es in Frankreich zu wenig gibt, nämlich eine Kooperation zwischen den Religionen und dem Staat, in Israel zu viel gibt. Ich will nur darauf verweisen, dass das Familienrecht in Israel kein säkulares Recht ist, sondern von den Religionsgemeinschaften, und das ist eine Übernahme des osmanischen Rechtes, von den Religionsgemeinschaften verwaltet wird. Es gibt weder eine säkulare Heirat noch eine säkulare Scheidung. Und wer diesen Film Get gesehen hat, die Scheidung der Viviane Amsalem, wird wissen, worum es da gegangen ist. Und diese familienrechtlichen Fragen haben dann auch Auswirkungen auf vermögensrechtliche Fragen. Also wer nach rabbinischem Recht ein Mamser ist, wird Schwierigkeiten haben, seine Erbansprüche im Rahmen familialer Streitigkeiten durchzusetzen und anderes mehr.
Als Erziehungswissenschaftler habe ich mich dann mal mit der Frage beschäftigt, die uns hier in Deutschland ganz nervös macht, dass nämlich, wir sind wieder bei der Böll-Stiftung, mehr und mehr Leute aus unserem Beritt ihre Kinder auf religiöse Privatschulen schicken. Meistens linksliberale, grüne, nicht so furchtbar religiöse Leute. Aber man will die Kinder nicht mit diesen Einwanderern und Unterschicht- und Prekariatskindern zusammentun. Wir beobachten das mit Sorge. In Israel wiederum, und ich bitte die israelischen Freunde, mich zu korrigieren, wenn ich mich irre, lese ich, dass überhaupt nur noch 40% aller Kinder auf normale öffentliche Schulen gehen. Es gibt einen wachsenden religiösen Schulsektor. Es gibt einen eigenen arabischen Schulsektor. Nein? Okay, you're going to correct me. Ja. Einen arabischen Schulsektor, der auch anders strukturiert ist und nach alledem, was ich höre, finanziell nicht so gut ausgestattet ist wie der allgemeine israelische. Es scheint so zu sein, darüber haben wir heute mit Naomi Chazan geredet, dass zumal die ultrareligiösen, ultraorthodoxen, nennen wir sie Haredi-Parteien, bei ihren Koalitionsverhandlungen für ihr privates Schulwesen immer durchaus gute finanzielle Unterstützungen heraushandeln. Und auch das, da kann ich an Naomi Chazan anschließen, führt dazu, dass die unterschiedlichen religiösen Lager sich entfremden. Und da gibt es dann absolut verwirrende Phänomene. Einerseits hat man jetzt durchgesetzt, dass nicht mehr nur orthodoxe Rabbiner Nicht-Juden zu Juden konvertieren können, sondern dass das jetzt auch schon lokalen Autoritäten überlassen bleibt. Auf der anderen Seite war vor einiger Zeit zu lesen, dass ultraorthodoxen Studenten der Gesang von Militärchören bei den Frauen mitgesungen haben, nicht zumutbar sei, weil das die Keuschheitsregeln beeinträchtigen würde. Ich würde erstmal ein bisschen abbremsen wollen, weil wir kommen sicher noch auf die israelische Situation im Einzelnen. Mir ist die deutsche Situation etwas zu kurz gekommen, ehrlich gesagt. Und meine Frage ist eben die nach der Verfasstheit der Religion in Deutschland und ob das wirklich so ideal gelöst ist und warum ist deiner Meinung nach ideal? Also ideal ist gar nichts gelöst, aber es ist besser gelöst als anderswo. Ich mache es am Thema Islamunterricht statt. An mehr und mehr Universitäten werden mittlerweile Lehrstühle, Professuren für islamischen Religionsunterricht eingerichtet. Unser Religionsverfassungsrecht, früher hieß es Staatskirchenrecht, sieht vor, dass Religionsunterricht ordentliches Unterrichtsfach ist und gewissermaßen zweiseitig konstruiert wird durch die Religionsgemeinschaften selbst und natürlich unter Aufsicht des Staates, sodass sichergestellt ist, dass staatlicher Religionsunterricht keine, nicht im geringsten, verfassungsfeindlichen, also grundgesetzwidrigen Prinzipien enthalten soll. Ich glaube, dass es noch lange dauern wird, bis die Millionen von Muslime in dieser Hinsicht in Deutschland denselben Stand haben werden wie die beiden sehr großen christlichen Religionsgemeinschaften und die sehr, sehr kleine jüdische Religionsgemeinschaft. Es wird auch nicht so sein, dass der Islam dieselbe Verkirchlichung durchläuft, wie das bei Katholiken und Protestanten sein wird. Aber wenn überhaupt, dann bietet dieses Staatskirchenrecht, dieses Religionsverfassungsrecht dafür einen Weg und einen Rahmen, sofern bei den Religionsgemeinschaften selbst der Wille dafür vorhanden ist. Rückfrage, und wie ist, also wir kennen dieses Beispiel, dass die muslimischen Gemeinschaften eben diesen Sonderstatus auch erreichen wollen. Wie steht es mit den jüdischen Gemeinden? Naja, also die jüdischen Gemeinden sind in aller Regel Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Staatsverträge abgeschlossen haben mit den einzelnen Bundesländern. Das ist ja letztens auch und gerade hier im Bundesland Berlin viel diskutiert worden. Dann haben sich auch immer wieder neue jüdische Gemeinden gegründet und da gibt es dann auch juristische Auseinandersetzungen, ob und wie sie
in diesem Anerkennungsprozess, der immer auch finanzielle Aspekte hat, also damit man Schulen gründen kann und Kindergärten beteiligt werden. Aber soweit ich das überschaue, ist das auf einem sehr guten Wege. Okay, vielen Dank. Ich würde gerne jetzt Adina Bashalom fragen. Und zwar würde ich Sie gerne auf einen Aspekt der israelischen Gesellschaft hin abfragen, nämlich die Rolle, die Sie der Religion als ein verbindendes Element der israelischen Gesellschaft zuschreibt. Welche Rolle soll die Religion als Leitmotiv und als Wertekanon für die israelische Gesellschaft spielen? Und wie ist das vereinbar mit einer modernen Gesellschaft? אני קודם כל רוצה להודות לכם על ההזמנה לכאן ועל הקונפרנס המוצלח הזה. תודה. לפני כשבוע חגגנו בישראל את חג העצמאות שלנו. במגילת העצמאות, שהוא מסמך היסוד של ההכרזה על עצמאות מדינת ישראל, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. בתוקף זכותו הטבעית וההיסטורית של העם היהודי. אני מעדיפה להתחיל מהמקום הזה כדי להסביר. בעיניי, יהדות, יהודים, ארץ ישראל, זה דבר שקשה מאוד 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 לנתק את זה מזה. ארץ ישראל קמה כמדינת היהודים. יהודים מעצם האמירה, יהודים זה דת. בעינינו כל שומרי המצוות בארץ, אבל לא רק שומרי המצוות. יש בישראל כ-70% של מסורתיים ומאמינים בקדוש ברוך הוא במידה זו או אחרת, שאינם מקיימים תרי"ג מצוות, מקיימים רק חלק מהם. אחד מהם צם ביום כיפור, אחר לא אוכל חזיר. כל אחד בוחר לעצמו את הדרך, אבל כל האנשים האלה, כולם כאחד, קוראים לעצמם יהודים, הם רוצים להתחתן כדת משה וישראל, גם כשלא מתכננים להביא ילדים, כשזוג בני 60 הולכים ומתחתנים, אני בעצמי שואלת אותן, למה הן הולכות להתחתן כדת משה וישראל, אם המצב הוא כל כך גרוע? אבל קשה מאוד לנתק את הדת, גם מאנשים כאלה שאינם שומרים מצוות. לפני יותר מ-3,300 שנה אנחנו קיבלנו את התורה בהר סיני, 10 הדיברות נכתבו על לוחות הברית, ויש שאומרים שאלה החוקים הראשונים שנכתבו אי פעם. אנו מאמינים כי זהו קודקס החוקים הכתוב הראשון בעולם. 10 הדיברות הם ציוויים דתיים מוסריים וציוויים המסדירים את היחסים בין אדם לחברו. מדהים להיווכח שלמרות שאלפי שנים עברו מאז והנורמות החברתיות שלנו השתנו, 10 הדיברות נותרו בעינינו ובעיני הרבה אנשים מאוד רלוונטיים. בעיניי, כמי שגדלה על ערכי היהדות ומורשתה, ישראל איננה עם ככל העמים. ישראל היא חרוז בשרשרת הקיום היהודי הקושר אותה עם מורשתה, והיא גם חרוז בשרשרת הקיום הדמוקרטי הקושר אותה לזמננו. זהות יהודית היא חיבור לשרשרת הדורות, למסורת ולערכי היהדות. התחומים שבהם קיים הכרח לחיבור הדת במדינה, דווקא החוגים שכל כך sind wie zum Beispiel Shabbat und in der Öffentlichkeit die Wahrung der Kaschrut in den öffentlichen Bereichen.
Eheschließung und Scheidung wird von religiösen Gesetzen geregelt. Damit, auf diese Art will man die Einheitlichkeit wahren. Alle diejenigen, die heiraten wollen, wenn sie religiös sind oder die Braut nicht religiös ist, muss jüdisch sein. Auf diese Art und Weise werden sie vor den religiösen Gesetzen getraut. Auf diese Art und Weise will man die Einheit des jüdischen Volkes wahren. Und wir haben noch keinen anderen, leichteren, besseren Weg gefunden. Wir wissen, dass es gibt viele, die auf Ungerechtigkeiten weisen. Zum Beispiel werden die Frau derjenigen, die 2013 die Scheidung eingereicht haben, das waren über 10.000 Paare. 111 von diesen eingereichten Scheiden werden von den Rabbinatsgerichten behandelt. Wir haben auch ein Familiengericht und manchmal werden diese Belange auch in beiden, an dem säkulären und den Rabbinatsgerichten verhandelt. Von diesen 111, 69 Frauen sind davon betroffen, dass der Mann der Scheidung nicht zuwilligt. Ich will das nicht herunterspielen. 19 von diesen 69 Fällen, ich spreche jetzt von exakten Zahlen, bei 19 haben die Männer das Land Israel verlassen und der Rest, die verstecken sich in Israel. Die Polizei kollaboriert nicht mit den Rabbinern, mit den Gerichten, suchen nicht nach diesen Männern. Und es gab auch Fälle, wo der Mann in das Rabbinatsgericht gebracht wurde, zwangshaft dorthin gebracht, ist dann aus dem Toilettenfenster gesprungen und entflohen. Die Frau wartet noch immer auf die Einwilligung zur Scheidung. Wir brauchen eine Zusammenarbeit mit den einzelnen Behörden. Aber wenn jemand stiehlt, kommt er ins Gefängnis. Aber wenn er die Frau die Scheidung und die Freiheit verweidet, sonst nichts sich zu schulden kommen lassen hat. Also ich weiß nicht, ob das eine Verfassung dieses Problem lösen kann, falls Israel jemals eine Verfassung erhält. Ich weiß nicht, ob es sich lösen lässt. Wir versuchen das alles zu ändern. Wir brauchen aber die Zusammenarbeit der Behörden, die Unterstützung der Polizei und der Gesetzgeber. Und das schaffen wir bisher nicht. Der Schabbat. Wir wollten, dass in der Öffentlichkeit das Gefühl haben, dass wir in einem jüdischen Land leben. Das spüren wir heute nur zu Yom Kippur. Ansonsten sind die Geschäfte und die Restaurants geöffnet. Wir wollten, was die Kashrut, die Essensrituale und die Kashrut-Regeln betrifft, wollten wir das ebenfalls durchsetzen, aber es gibt jetzt koschere und nicht koschere, aber Plätze, Koscher, Schabbat und die Eheschließung und Scheidungen, das sind die drei Punkte. Was die öffentlichen Verkehrsmittel betrifft, ist ein anderer Belang. In Haifa gab es eine Ausnahme, weil es eine gemischte jüdisch-arabische Stadt ist. Auch da hat man noch keine Lösung gefunden. Uziel und Herzog, die bei den Oberrabbinern zur Gründungszeit Israels und andere große, wichtige Rabbiner in Israel sprechen von Toleranz zwischen den Juden und auch zwischen Juden und den Muslimen in Israel wohnen. Sie sagen, dass die Religion eigentlich die Menschen respektieren sollte und sie näher bringen sollte und nicht zu Differenzen führen sollte. Das ist die Botschaft, die ich mein Leben lang vorantreiben möchte. Und auch heute ist es mir wichtig, wir brauchen ultraorthodoxe Toleranz. Wir brauchen die Toleranz gegenüber den Toleranz. Und auch die Toleranz der Charedim, der Ultraorthodoxen, gegenüber den Säkularen. Das ist eine der wichtigsten Herausforderungen, die sich uns stellt, damit wir auf diese Art und Weise einen jüdisch-religiösen Staat schaffen können, der ein Verständnis zeigt für die Säkularen, ohne die Grundfeste der Religion zu beeinträchtigen. Vielen Dank.
Hi, guten Nachmittag. Wenn Sie genau darauf achten, was Adina gesagt hat, so hat sie gesagt, was soll ich jetzt dolmetschen? Ha. Herr Lossi, das Switch an uns auf. Itchem. Also, immer wandte ich nach Hohn. Immer näher wandte ich nach Hohn. Was Adina umhört. Sie mit Modedet immer Schelot, Soldat und Medina mit Hochhanachot Datiot. Klomor, lo mit Hochhanachot Liberaliot. ליברליות, אני אגיע לזה עוד שנייה, ואני אשים ליברליות לשנייה במרכאות. אבל זה הטיעון. הטיעון שהנה יש כמה בעיות של המפגש בין דת ומדינה. Probleme bei den Berührungspunkten, da geht es um Menschen, einzelne Menschen, und wir müssen hier Probleme für Lösungen für diese Probleme finden, ohne dass wir die Religion beeinträchtigen. Das ist eine Argumentation, die ein Publikum wie Sie wahrscheinlich nicht kennt, diese Argumentation. Und deshalb spreche ich von den tiefgründigen Veränderungen in Israel. Und das passiert, die gibt es nicht nur in Israel. Diese tiefgründigen Veränderungen, die die Gesellschaft durchläuft. Und ich möchte jetzt eine persönliche biografische Geschichte erzählen. Sie haben wahrscheinlich gehört, weil ich auf Englisch anfing, vielleicht auch an meinem Akzent, dass ich in den USA geboren bin, in den 70er Jahren bin ich dort groß geworden, hatte eine große Liebe für Israel. Und insofern war ich nicht viel anders als ein Teil der Deutschen, die ich gehört habe. Ich war natürlich Jude und vielleicht insofern ist es anders. Wir haben uns getroffen ins Freiwillige, in den Kibbutzim. Ich habe mich in Israel verliebt, in die Musik dieses Landes. Kavere zum Beispiel, die Band, falls Sie sie kennen, Bienenstock. Und Yehuda Amichai, die Lyrik, die Bücher von Amos Oz, Kibbutz und mit allem drumherum habe ich mich in dieses Land verliebt. Aber diese Welt gehört der Vergangenheit an. Es gibt Leute, die das beklagen, die das beweinen, auch ein Teil derjenigen, die hier sitzen wahrscheinlich. Das ist das Israel, das wir kennen, das hat man uns weggenommen, das hat man uns gestohlen. Das Israel von einst gibt es nicht mehr. Israel verändert sein Gesicht. Dieser Diskurs ist ein Diskurs der Sehnsucht. Das ist die Welt der Vergangenheit, aber man kann auch in anderer, einige werden das beweinen, aber es gibt einige, die auch sehr froh darüber sind. Vor allen Dingen diejenigen, die an den Randbezirken gelebt haben. Ich spreche von den Ultraorthodoxen, den Mizrachim und von den Arabern in ganz anderer Hinsicht. Die werden das nicht beklagen. Nun stellt sich die Frage zu Israel und multikultureller Gesellschaft. Israel ist keine multikulturelle Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft von vielen Stimmen. Viele Stimmen, die in die Öffentlichkeit dringen, die immer mehr in die Öffentlichkeit dringen, die immer präsenter sind in dem Diskurs. Und die Grundfragen zur Gesellschaft, zum Liberalismus, zum Rassismus in Israel, Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, das hat jetzt einen ganz anderen Klang. Es gibt ganz andere Stimmen, die sich auf all diese Fragen beziehen. Und wir haben jetzt dasjenige, was in Israel allen gemein ist, dieser gemeinsame Nenner, der hat kein Ausrufezeichen mehr, sondern ein Fragezeichen. Und fast jede einzelne Gruppierung in Israel möchte sich einbringen und möchte vielleicht auch die Oberhand gewinnen, möchte den öffentlichen Diskurs bestimmen. Und in dieser Hinsicht, Adina
Und ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich spezifisch darauf beziehe, aber ich glaube, das ist sehr wichtig, das hier zu sagen. Adina ist die Tochter des großen politischen und gesellschaftlichen religiösen Führers der Swarden, ein herausragender religiöser Lehrer, der noch bis jetzt Einfluss hat und in Israel haben wir jetzt schon über acht Millionen Bewohner und jeder zehnte israelische Jude, nicht alle, es gab auch einige Araber, die Bilder, die haben ein schwarzes Meer gesehen, 800.000 oder schwarz gekleideter gesehen, ein schwarzes Meer. Viele ultra-religiöse Mizrachim, aber nicht nur das liberale Tel Aviv, die haben mit großer Angst reagiert. Das im Hebräischen geht das auf dieselbe Wurzel zurück. Also die Angst, die Furcht, Gottesfurcht im Grunde. Und die sind dann, die Tel Aviver, die liberalen Täler haben Furcht, wenn sie die Gottesfürchtigen, die Masse der Gottesfürchtigen sehen. Und dann werden Fragen gestellt, wie wird es hier aussehen in Zukunft? Und jetzt möchte ich einige Minuten darauf verwenden, auf diese Gruppe, zu der ich in gewisser Hinsicht gehöre. Und das Phänomen des liberalen Israels, ich setze das mal in Anführungsstriche, da gibt es ganz eindeutige soziologische Grenzen. Das ist keine Ideologie. Das ist zunächst einmal Soziologie. Das ist eine Gruppe, die ganz deutliche Grenzen zeigt. Wir haben Forschungen, die das belegen. Und das kann man auch in vieler Hinsicht so beschreiben. Sie sind ein Teil der globalen Welt. Das ist die globale Klasse. So wird das heute von Soziologen genannt. Sie sind Teil der Weltwirtschaft. Sozioökonomisch sind sie hoch einzustufen, können Englisch. Wer ein gutes Englisch spricht, das ist eins der Kriterien. Und diese Welt hat ideologische Charakteristika, zum Beispiel das Thema Religion. Alle Studien belegen, dass diese Gruppe die Trennung zwischen Staat und Religion verfolgt. Und sie sind selbst ganz eindeutig säkular. Das heißt, die soziologischen Kriterien bestimmen diese Ansichten. Das sagt natürlich auch etwas über die Reaktion ihnen gegenüber aus. Als integraler Bestandteil dieser Position, und nicht nur in Israel ist das der Fall, gibt es den Wunsch oder das Vertrauen an internationale Einrichtungen. Sie sind ein Weltenbürger. Das ist ihr Wirkungsfeld. Und immer mehr Leute sehen Israel als Problem an. Und diese Gruppe ist auch sehr sensibel für diese Anmerkungen. Sie sind ihnen ausgesetzt, müssen damit umgehen, denn das ist das Feld, in dem sie wirken, in dem sie leben. Sie sind ihm also ausgesetzt, täglich ausgesetzt. Und da
kommen auch immer wieder die Menschenrechte auf. Menschenrechte haben eine höhere Hierarchie. Sie haben einen hohen Stellenwert für die Weltenbürger. Also wenn ich mich auch in Bezug auf die Flüchtlinge, die nach Israel gekommen, also da gibt es in dieser Gruppe gibt es eine große Sensibilität für die Flüchtlinge, die nach Israel gekommen sind. Das kenne ich aus nächster Nähe. Jeder Flüchtling, der nach Israel gekommen ist, aus Eritrea, aus Afrika, die haben wirklich Geschichten, die erschütternd sind und die große Sensibilität für diese Schicksale ist in dieser Gruppe gegeben. Und demgegenüber gibt es weniger Empfindlichkeit, weniger Sensibilität gegenüber dem, sie sehen, das hat Auswirkungen auf ihre Sichtweise des Staates, andere werden oftmals angegriffen, weil sie den Staat als Wert für sich ansehen und die anderen tief belächeln oder angreifen in ihrem Patriotismus. Und dann haben wir die genau die gegenteilige Auffassung, was das Partikulitäre betrifft, die Religion, die Identität betrifft. Und hier möchte ich etwas über die Identität sagen, denn eins der Privilegien der globalen, der Weltbürger ist der rationale Zugang zu den Fragen. Ich habe von den soziologischen Gegebenheiten, Charakteristika gesprochen. Wir sind alle im Grunde tief in uns irrational. Und dann gibt es die Identität, die mich baut, was meine Position ausmacht und Israel. Und damit möchte ich es dann belassen zunächst. Israel ist ein religiöses Land, ein religiöser Staat, denn viele Leute in diesem Land oder die Mehrheit möchte, dass der Staat und Religion verknüpft sind, dass der Religion sich in den Staat mit einbringt. Und wir brauchen jetzt die Sprache, dass wir darüber sprechen, nicht nur, dass wir die Grenzen finden. Und hier kommt die Politik mit hinein. Welche Fragen sind vom Gericht zu klären? Das heißt, wie die Eheschließungen abgewickelt werden. Meiner Meinung nach ist das eins der Grundpunkte, die geregelt werden müssen. Und eine Frage wie öffentliche Verkehrsmittel. Das sind geht, Staatsbürgerrecht seit 1999 und da gibt es noch einige Nachbesserungen, was das Geburtsrecht angeht und so weiter. Stellt sich das jetzt für einen Politiker oder für einen wachen Staatsbürger, Staatsbürgerin hier in Deutschland so völlig problemlos dar oder sind wir sozusagen jetzt als Nation auf dem Weg, den angestrebten Universalismus auch in der Politik und in der Gesellschaft so eindeutig zu verwirklichen? Hallo erstmal. In einigen Vorgesprächen von Freunden aus Israel, die jetzt eher, glaube ich, sich so zum progressiven Teil der israelischen Gesellschaft zählen, wurde mir gesagt, dass man gerne nach Berlin kommt, um mit etwas Energie und guter Laune zurückzugehen nach Israel.
Ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe und nicht kaputt mache. Aber auf Micha Brumlik antworten will ich sagen, er fing ja an mit, es kommt drauf an, bezogen auf diese Frage. Und ich sage, es kommt drauf an, bezogen auf seine Antwort. Nämlich, dass der deutsche Säkularismus ideal ist. Der ist, glaube ich, im globalen Vergleich sicherlich ein Modell, das sich sehr bewährt hat. Aber als man damals zu Zeiten der Weimarer Republik das deutsche Staatskirchenrecht weiterentwickelt hat in einem Kompromiss, war natürlich nicht vorgesehen, dass eines Tages mal solche Menschen wie ich hier sitzen werden. Das war nicht eingeplant. Ich bin ja nicht alleine gekommen, da sind ja noch ein paar mitgekommen. Wir bringen immer gerne unsere Familien mit, wenn wir irgendwo hingehen. Das ist ursprünglich nicht gedacht gewesen. Und ich will jetzt nicht eine Debatte eröffnen, mit der man jetzt die Veranstaltung hier sprengen könnte. Aber der Islam ist anders organisiert. Das heißt, wir kennen nicht die vergleichbare Struktur, dass wir die Kirchengemeinde haben, dass wir den Bischof haben, dass die, wie auch immer, demokratisch legitimiert sind und dass sich daraus dann ein Ansprechpartner für die Landesregierungen, bei uns ist ja die Frage des Religionsunterrichtes nach den Ländern sortiert, dass die quasi einen mehr oder weniger legitimierten Gesprächspartner haben, mit dem die sich dann über die Frage Gefängnisseelsorge bis zum Schulunterricht unterhalten können. In diesem Prozess befinden wir uns gerade. Da sind wir mittendrin, unterschiedlich weit. Und dass die Bundesregierung ja eine Islamkonferenz einberufen hat, ist ja nichts anderes als das Eingeständnis, dass es auch keinen Sinn macht, dass 16 Bundesländer 16 Mal das Rad neu erfinden, sondern dass es für bestimmte Themen Sinn macht, dass man sie bundesweit diskutiert. Dazu gehört beispielsweise auch die Frage, die eigentlich die dahinterstehende ist, ab wann gehöre ich zu dieser Gesellschaft dazu? Also das ist ja die eigentliche Frage, die dringend danach verlangt, geklärt zu werden. Was ist das einigende Band dieser Gesellschaft? Ab wann bin ich Deutscher? Da ist das Staatsangehörigkeitsrecht ein Beispiel dafür. Da gab es ja eine Veränderung am 01.01.2000. Wir diskutieren jetzt ja darüber, ob das reicht oder ob man nicht einen Schritt weitergehen müsste, getreu dem angelsächsischen Weg, dass alle, die hier geboren sind, qua Geburt deutsche Staatsbürger werden. Dazu gehört aber natürlich auch die Frage, was ist ein Deutscher, was ist ein Europäer, wie definiert sich das? Die Kulturnation versus dem Verfassungspatriotismus, all diese Fragen diskutieren wir ja gerade. Das ist eine offene Baustelle. Jetzt will ich aber trotzdem optimistische Botschaften aussenden. Als ich 1994 gewählt worden bin, hätte ich es mir kaum träumen lassen, also zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden bin. Da war noch ein Manfred Kanter, für die Deutschen unter Ihnen hier oder die Hessen, sagt es noch was, war Innenminister in Deutschland. Und die Vorstellung, dass es mal eine Bundeskanzlerin, also erstmal, dass es überhaupt eine Frau Kanzlerin wird, dass sie dann noch aus dem Osten kommt, also sprich, wir haben eine Wiedervereinigung, dass diese Frau geschieden ist, kinderlos ist und dass sie bei den Christdemokraten vorne steht und dass die dann noch sagt, der Islam ist Bestandteil Deutschlands und es keinen Bürgerkrieg gibt, hätte ich mir 94 ehrlicherweise nicht ganz vorgestellt. Also da hat sich was verändert in der Gesellschaft. Das ist ja deshalb auch spannend, weil die CDU-CSU ja eigentlich eher bekannt dafür ist, dass sie ein Kanzlerwahlverein ist. Also das, was wir innerparteiliche Demokratie bei den Grünen nennen, ist ja nicht wirklich bei der Union erfunden worden. Umso erstaunlicher, dass der Bereich, wo nun die Dämme gebrochen sind bei der Union, genau das Thema war. Also man merkt, die Kanzlerin hat da ja eigentlich was gesagt, was nicht unbedingt dem Mehrheitswillen ihres Ladens entspricht. Das heißt, hätte man eine Umfrage innerhalb der CDU-Basis gemacht, findet ihr, dass der Islam Bestandteil Deutschlands ist, hätten wahrscheinlich ein beachtlicher Teil der christdemokratischen Mitglieder gesagt, ich gehe doch nicht in die CDU-CSU, damit grüne Thesen nachher hegemonial werden. Also das zeigt ein bisschen, dass sich die Dinge bewegt haben, dass sie sich nach vorne entwickeln. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, es gibt auch die Gegenreaktion dazu. Pegida ist nichts anderes als auch eine Gegenreaktion dazu. Jetzt komme ich zu diesem Kreis und zu dieser Veranstaltung hier bei Böll. Da passiert ja was ganz Spannendes. Die neuen Rechten haben die Codes dieser Gesellschaft gut analysiert und gemerkt, Antisemitismus ist No-Go. Das heißt, es gibt diesen Versuch zu sagen, naja, das Judeo-Christliche, das ist ja okay. Übrigens oft von Leuten, die nun wirklich mit dem Christentum so ziemlich gar nichts zu tun haben.
die wahrscheinlich noch nie eine Kirche von ihnen gesehen haben. Und die Volker Beck ruft gerade dazwischen bei der Beschneidungsdebatte ja nun nicht gerade sehr judenfreundliche Position vertreten haben. Da bin ich übrigens als säkularer Muslim sehr dankbar, dass die jüdische Gemeinde da sehr outspoken war. Ich glaube nicht, dass wir als Muslime in der Bundesrepublik Deutschland diese Debatte gewonnen hätten alleine. Da bin ich ziemlich sicher, wie die ausgegangen wäre, nämlich ziemlich anders, wie sie jetzt ausgegangen ist. Das übrigens auch als ein Hinweis an den ein oder anderen muslimischen Führer, dass man gut beraten ist, seine Alliierten auch in der jüdischen Gemeinde zu suchen, wenn man in dieser Gesellschaft sicher leben möchte und gut leben möchte. Aber zurück zu der Frage. Das heißt, es gibt diesen Versuch, eine neue Front aufzubauen, zu sagen, naja, meine jüdischen Freunde, gegen euch haben wir ja nichts, ganz im Gegenteil, wir wollen euch ja mitbeschützen, aber diese Muslime sind unser gemeinsamer Feind, das merkt ihr doch in Israel, also lasst uns hier gemeinsam die Front aufbauen. Und ich glaube, da sind wir zutiefst in einer Frage, die die Grundlagen der Gesellschaft Europas und der Aufklärung wieder beruht, hervorruft, nämlich, wo ziehen wir die Grenze? Ziehen wir die Grenze in einer säkularen Gesellschaft entlang der Religion, für die ich erstmal nichts kann? Niemand wird bei der Geburt gefragt, also sorry, dass ich das als säkularer, schlechter Muslim so formuliere. Niemand wird bei der Geburt gefragt, welcher Religion er angehören möchte, sondern man ist Teil dieser Religion. Die Entscheidung wird von Gott oder von meinen Eltern, von wem auch immer getroffen. Und ich gehöre der dann an. Das heißt, ich akzeptiere nicht, dass die Grenze gezogen wird entlang der Religion. Ich akzeptiere nicht, dass die Grenze gezogen wird entlang der Muttersprache, der Herkunft, was auch immer. Sondern die Grenze wird für mich gezogen entlang derer, die daran glauben, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Konfession, Religion, Sprache, was auch immer, in einer gemeinsamen demokratischen Gesellschaft zusammenleben können, sich gemeinsame Spielregeln geben können, eine gemeinsame Verfassung haben können, die die Grundlage für ihr Zusammenleben ist, und denen, die das in Frage stellen. Und die können Juden, Christen, Muslime, Atheisten sein, die können irgendwelchen Konfessionen angehören, sie sind unsere gemeinsamen Gegner. Das ist für mich die Grenze, wie wir sie ziehen sollten. Und um die geht es gerade in Europa, in verschiedenen Gesellschaften. Wir haben in Deutschland aufgrund unserer Geschichte, Gott sei Dank, größere Schwierigkeiten, dass sich was Rechtspopulistisches, rechts von der Union, auf Dauer etabliert in Deutschland. Gegenwärtig kann man sich fragen, ob das sich ändert. Das ist noch nicht raus, wohin sich das entwickelt. Den Versuch gab es immer wieder. Aber es ist bis jetzt nicht der Fall, dass das sich ändern kann und welchen Einfluss das auf den demokratischen Diskurs der Mitte haben kann. Das sehen wir, wenn wir uns um Deutschland rum umschauen, in den Nachbarländern, wo man sehen kann, dass solche rechtspopulistischen Bewegungen, die zum Teil ja auch ins Rechtsextreme gehen dann, dass solche Bewegungen durchaus auch den Diskurs bestimmen können und dann die großen Volksparteien auch vor sich hertreiben können. Da gibt es ja nun einige Beispiele in Europa. Und das ist, glaube ich, jetzt die Frage, vor der wir stehen, der Diskurs, den wir führen müssen. Also zusammengefasst, es geht einerseits darum, dass wir diesen Versuch, die Modernisierung der Gesellschaft wieder rückabzuwickeln, dass wir dem widerstehen, dem Angriff, übrigens auch dem Versuch, das in die demokratischen Parteien diffundieren zu lassen. Auch dem Versuch muss man widerstehen. Und zugleich muss man, auch gerade wenn man daran glaubt, dass dieser Satz nicht richtig ist, sondern wenn man glaubt, dass das Zusammenleben, ich meine, was soll denn sonst meine Antwort sein drauf, als jemand, der hier wohnt und lebt und eben nicht Hans oder Detlef oder Gustav oder Eberhard heißt, sondern einen ziemlich kanakischen Namen hat. Also kann ich ja nur das Zusammenleben vertreten und mich dafür einsetzen. Das erfordert aber Spielregeln. Das erfordert einen gemeinsamen Code, auf den wir uns einigen müssen. Und das heißt beispielsweise auch, dazu gehört, dass wenn ich Bürger dieses Landes bin, dass ich dann auch die Geschichte dieses Landes mit übernehme und nicht sagen kann, für mich beginnt die Geschichte dieses Landes ab der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949, was zwischen 33 und 45 war, geht mich nichts an, gilt für mich nicht. Das geht nicht. Wer Deutscher wird, muss logischerweise auch das Narrativ dieser Gesellschaft mit übernehmen. Wozu gehört die Verantwortung für die Shoah? Wozu gehört das besondere Verhältnis zu Israel? Und ich würde jetzt noch als Grüner hinzufügen, ich hoffe, dass das immer noch Konsens in Deutschland ist, dass man überzeugter Europäer ist. Das gehört für mich dazu, dass das Teil des Deutschwerdens ist,
des Bürgerwerdens dieser Gesellschaft. Ich höre hier erstmal auf, um nicht zu lang zu reden. Vielen Dank, Tim, für dieses Plädoyer und diesen doch optimistischen Ausblick, die diese Gesellschaft auszeichnet. Und ich würde gerne jetzt wieder auf die israelische Seite überwechseln und würde gerne ein Stichwort aufnehmen, was Elon genannt hat, nämlich die Identität Israels als religiösen Staat. Ich habe vorhin gesagt, also wir gehen davon aus, dass es im Alltag einige Einflüsse gibt, dass es im Familienrecht sehr viele Einflüsse gibt. Was kennzeichnet diese Identität als religiöser Staat, wenn wir das kontrastieren mit Deutschland, zumindest der öffentliche Diskurs die Aussage ist, wir sind ein säkularer Staat und wir organisieren unser Zusammenleben sozusagen unter diesem Rahmen der gegenseitigen Toleranz. Jetzt weiß ich nicht, Elon vielleicht als erstes und Adina? Ja, Elon? Zunächst einmal möchte ich nicht sagen, dass Israel ein religiöses Land ist. Ich versuche es anders auszudrücken. Israel ist sehr stark religiös charakterisiert. Ein Großteil der israelischen Öffentlichkeit sieht sich traditionell religiös innerhalb dieser Gesellschaft, der Gesellschaft, in der ich mich befinde. Zur Frage von Identität und Religion. Das wissen wir auch aus Studien und das ist eine allgemeine Äußerung zu dem, was in Israel passieren sollte. Wenn jemand das Gefühl hat, dass seine Identität bedroht ist, dann geht man in die Verteidigungsposition. Wenn man den Eindruck hat, dass die Regierung liberal, antiliberal ist, wenn eine der Gruppierungen in die Verteidigungsposition gerät, dann das wirkt sich dann auch psychologisch aus. Es ist sehr wichtig für viele der Juden in Israel und insbesondere der traditionellen und religiösen Israelis. Sie wollen den Staat auch so sehen. Der Staat soll nicht nur so gefärbt sein. Sie wollen dann sagen können, dass der Staat religiös ist. Und wenn sie das sagen können, dass der Staat religiös ist, dann innerhalb dessen gibt es sehr viel Flexibilität, wie das ausgestaltet werden kann. Wir haben vor einem Jahr eine Studie durchgeführt. Wir haben gefragt, soll der Staat Israel jüdisch sein? Und welche Bedeutung soll das haben? Da hatten wir sehr liberale Optionen angeführt. 70% wollten einen jüdischen Staat. Und unsere Analyse war, da wir dieses nicht hinterfragt haben, sondern das eher unterstrichen haben, hat man plötzlich Bereitschaft und Flexibilität geschaffen. Zurzeit befinden wir uns in einem Kulturkampf. Der ergibt sich unter anderem auch daraus, dass die Zukunft Israels, und das läuft auch entlang der Frage von Staat und Religion, und Adina ist ein gutes Beispiel dafür. Sie kommt aus einer Gemeinschaft, die Mizrahi und Haredi, also ultraorthodox ist, mit einer unterschiedlichen internen Dynamik in den einzelnen Gruppierungen. Da gibt es einerseits diejenigen, die das extremer gestalten wollen, und die anderen, die Gemeinsamkeiten unterstreichen wollen. Das gilt
für Einstellungen zu Staat und Religion. Das gilt auch für den Bezug zu den Arabern in Israel. Und das Interessante ist wirklich, wenn Araber und Ultraorthodoxe zusammenkommen, denn sie sind in der ähnlichen Situation gegenüber der großen Öffentlichkeit. Und wenn ich, wir sprechen jetzt mal nicht mal von liberalen Positionen in diesen Gruppierungen, rechts, links teilt die Gesellschaft, säkuläres, ultraorthodoxes, liberales, traditionelles. Aber um Empathie zu schaffen, um eine fairere Gesellschaft auch für Andersdenkende zu schaffen, und da muss man den Leuten die eigene Identität zulassen. Auf diese Art und Weise können wir diesem Kulturkampf entgegenwirken in Israel. Und das sieht man, wir haben also, kann mit Nomi wirklich zustimmen. In der israelischen Gesellschaft gibt es große bevorstehende Veränderungen, aber die liberalen Linken, die werden nicht an die Regierung kommen. Das ist nicht das, was passieren wird. Es wird eine Synthese geben, es wird einen Dialog geben. Nicht die Liberalen müssen ihren Kopf öffnen für andere Weltanschauungen, von denen man etwas lernen kann, auch was die Grundpositionen dort betrifft. Und dann gibt es so etwas wie ein Mosaik. Das passiert oft auf der kommunalen Ebene, auf vor Ort und nicht auf landesweiter Ebene. Das passiert auf ganz pragmatischer Ebene, weil man nämlich zusammenleben muss, weil man einander kennt, weil man miteinander lebt. Das passiert also, vieles passiert hier unterhalb dessen, was man mit dem Radar orten kann. Eine andere Frage raus, und zwar, und das betrifft jetzt auch wieder Deutschland, meine Frage geht jetzt an Micha Brumlik. Wir leben ja mittlerweile in einer globalisierten Welt, und wir sind nicht nur konfrontiert mit der Regulierung des Zusammenlebens hier im Innern, und wir haben jetzt auch in der Debatte schon öfter gehört, dass der Grad der Demokratisierung, der Zivilisiertheit einer Gesellschaft an dem Status der Minderheiten gemessen wird. Wir haben versucht, das zu umreißen in mit Cems Erklärung der Minderheitenrechte hier und seiner eigenen Erfahrung, seiner biologischen, seiner biografischen Erfahrung auch. Aber wir haben ein Riesenproblem, was auch im Augenblick in Europa doch sehr stark an der Durchsetzung der Menschenrechte zweifelt, nämlich ein Flüchtlingsproblem. Und sind wir da nicht auch durch globale Herausforderungen an einer Grenze angekommen, die die Gesellschaft wieder vor ganz neue Herausforderungen stellt? Und auch bedingt, dass dieser Zusammenhalt noch mal auf ganz neue Herausforderungen antworten muss. Das glaube ich allerdings, denn wenn man von Europa als einer politischen Identität redet, dann kann man nur sagen, dass das jämmerliche Sterben dieser vielen Flüchtlinge im Mittelmeer eine politische und moralische Schande für die europäischen Staaten ist. Überhaupt keine Frage. Und da kann man nun auch, wir sind bei der Religion, natürlich dem Papst nur dankbar sein, dass er als eine seiner ersten Amtshandlungen die Insel Lampedusa besucht hat und mit dieser Zeichenhandlung eigentlich als erster politisch Verantwortlicher auf dieses Problem hingewiesen hat. Wenn wir jetzt auf die politischen Debatten in Deutschland schauen, dann gibt es da eine merkwürdige Frontlage, jedenfalls innerhalb der regierenden Koalition, dass auf der einen Seite die Sozialdemokratie völlig richtig sagt, da brauchen wir einen neuen Ansatz, da muss ein neues Gesetz her,
Während dann die CDU-CSU sagt, eigentlich reicht alles das, was wir haben. Die Grünen und die Linkspartei sind da durchaus weitergehend. Aber ich finde, man muss sich jetzt richtig ehrlich machen und müsste viel, ich bin kein praktischer Politiker, offensiver nicht nur darauf hinweisen, weil das ist ja richtig, dass im Vergleich mit anderen europäischen Ländern Deutschland sehr viel mehr Flüchtlinge aufnimmt, wenn man mal prozentual von Schweden absieht, sondern wie man auch das Flüchtlingsproblem löst und sich nicht die Problematik dadurch vom Halse hält, dass man sagt, man muss das in den Herkunftsländern lösen. Das ist alles ganz richtig, aber das wird noch sehr lange dauern. Und das war eine Sternstunde, als man dem Herrn de Maizière im Bundestag gesagt hat, dass er durch sein Kürzen der Gelder für Mare Nostrum in gewisser Weise politisch für diese vielen Toten verantwortlich ist. Aber da müssen wir uns jetzt auch selbst ehrlich machen. Und das hat dann auch was mit dem Rechtspopulismus zu tun. Sind wir wirklich bereit zu sagen, dass die Bundesrepublik Deutschland mit Ländern, die nach internationalen geografischen Kriterien als unbesiedelt gelten, und das ist so, geografisch-wissenschaftlich, mit Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg so, sind wir tatsächlich bereit, es auf den Konflikt mit Leuten wie in Dresden, Pegida oder Tröglitz ankommen zu lassen und einer gewissen Masseneinwanderung auch armer Flüchtlinge das Wort zu reden. Das wäre sehr schwierig und würde leicht in den Ruch des Fundamentalismus geraten. Also da muss man dann politisch operativ wirklich sehr viel nachdenken. Ich will nur darauf hinweisen, und vielleicht können unsere israelischen Freunde auch was dazu sagen, das ist ein ähnliches Problem, quantitativ sehr viel geringer, natürlich auch in Israel gibt. Auch da gibt es Flüchtlinge, die aus Afrika via Ägypten und irgendwie Saudi-Arabien, wenn ich es richtig verstanden habe, nach Israel einsickern. Auch dort gibt es Parteien, die sie so schnell wie möglich, ja wohin eigentlich, wieder nach Europa oder Nordafrika abschieben wollen. Genau, das wäre meine nächste Frage an Nadina gewesen. Und ich will sie noch ein bisschen ausweiten. Ich würde sie gerne fragen, sie hat das die Lage der Flüchtlinge ja bereits erwähnt. Das ist natürlich für Israel nochmal eine ganz andere Herausforderung. In Deutschland ist der Diskurs so, wir sind grundsätzlich bereit, andere Religionen und Kulturen zu integrieren, aber für Israel stellt sich das ja ein bisschen anders dar. Und die Frage ist jetzt, also wie vereinbart man das mit dem Anspruch, ein jüdischer Staat zu sein und gleichzeitig aber die auch in der Religion gebotene Nächstenliebe und die Fürsorge für die Flüchtlinge, die in Israel ankommen, wie löst man dieses Dilemma? Ich fange genau beim Ende an mit und möchte mich dann auch auf das, was Elon gesagt hat, beziehen. Das Flüchtlingsproblem ist ein viel kleineres als das Deutschlands. Bei Israel hat etwas über 6 Millionen Juden in Israel, und wir müssen die Flüchtlinge respektieren, egal welcher Religion sie sind. Wenn wir wirklich nach jüdischer Religion uns verhalten würden, so gibt die Religion sehr viel Freiraum für Respekt und für Nächstenliebe. Leider wird das nicht so realisiert, wie wir das Gebote und die Tora im Sinai erhalten haben. Wir verhalten uns nicht strikt nach der Religion, aber das gibt sie uns vor. Im Land Israel leben Religiöse und Nicht-Religiöse, und ich verstehe die Sehnsucht von Elons nach dieser Band Kaveret, aber wir haben Subliminal noch anders, das sagt nur was über sein Alter aus. Wir haben andere Bands, Subliminal, ich sehne mich auch in meinem
Alter nach gewissen Dingen, die es einst gegeben hat. Joram Gaon zum Beispiel, diesen Sänger. Aber es das ist wirklich eine Frage des Alters, welche Bands und welche Sänger wir mochten oder mögen. Die Frage der Religion ist heute nicht mehr so akut, wie sie vor 50 Jahren gewesen ist. Man sieht natürlich mehr Religiöse auf der Straße und ich verstehe dich, erweckt Angst, öffentliche Verkehrsmittel am Schabbat, aber die Freiheit des Einzelnen ist heute viel größer, als es vor 30, 40 Jahren war. Ich kann mich noch daran erinnern, früher hatte man auch im öffentlichen Bereich viel mehr Gebote gewahrt. Ich habe immer in gemischten Vierteln gelebt und ich habe nie dieses abgeschlossene religiöse Leben gesucht und bin mit den Geboten aufgewachsen und ich glaube, wir sollten die Flüchtlinge anders behandeln. Eli Ishai ist religiöser und hat sie auf eine gewisse Art und Weise behandelt. Das geht auf seine Persönlichkeit zurück, nicht weil er religiös ist. Der Politiker bringt auch seine Persönlichkeit mit ein. Und Gideon Saar, wenn er sich genauso verhalten hat, er war nicht religiös und er hat stillschweigend viel Schlimmeres erwürgt als Eli Ishai. Aber das hängt wirklich nicht mit der Religion, sondern mit der Persönlichkeit zusammen. Und wenn Menschen sich, wie die Religion es uns vorgibt, verhalten, dann müssen wir die Leute, Menschen, alle Menschen gleich behalten. Jeder Mensch auf der Welt, ob er Christ, ob er Muslim ist, egal welcher Religion er angehört, ob er Buddhist ist, mir ist das ganz egal. Ich bin verpflichtet, ihm Respekt zu zollen und ihm die Würde zukommen. Ich muss mich um ihn kümmern, wenn er verletzt ist und wenn er Hunger hat, muss ich ihm Essen geben. Das sagt die Religion. Aber in Israel ist die Situation anders, religiös und politisch. Denn selbst die Religiösen gehen auch in die Politik im Namen der Religion. Und das ist im Grunde das Problem. Nicht das Problem der Trennung zwischen Staat und Religion. Es gibt fast keine neuen religiösen Gesetze, aber es gibt die Religiösen, die sich in die Politik begeben und sie versuchen, politische Kraft zu erhalten. Und das ist im Grunde das Problem. Und die werden gewählt von Leuten, die in Israel leben. Die haben Wahlrecht wie alle anderen auf der Welt. Und die wollen ihre Belange vorantreiben, andere jene Belange. Und in Israel handelt es sich nicht um ein religiöses Land. Am Schabbat sind die Cafés geöffnet, viele Läden geöffnet. Man kann fahren und es gibt nichts, was kein religiöses Regime. Was mich stört, ist wirklich die religiöse Eheschließung und religiöse Scheidung. Und das betrifft alle Einzelnen in Israel. Und das habe ich schon anfangs gesagt. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Rabbiner und die Politiker und die Soziologen, wenn sie zusammensitzen und sich die Köpfe heiß reden und eine Lösung, eine pragmatische Lösung finden. Wir sind Pragmatiker und wir wollen eine bestimmte Lebensweise nicht denjenigen aufzwingen, die nicht daran interessiert sind. Vielen Dank. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen an beide Vertreter aus Israel und vielleicht auch von anderer Seite noch, nämlich die Frage danach der Vermischung zwischen Religion und Politik in Israel. Wir haben eine starke Bewegung und das ist, glaube ich, auch, wo die ganzen negativen Projektionen und Voraussagen hingehen, nämlich das Erstarken der Nationalreligiösen, die sich in der Siedlungspolitik, die sich in der Gesetzgebung, die sich überhaupt im politischen Diskurs in Israel breit machen, kann man sagen. Und die mit einer aus der Religion abgeleiteten Mission versuchen, Politik zu machen. Elon? Ja, oder Micha? Vielleicht, wir haben ja heute Morgen sehr viel über die Neuwahlen gesprochen.
Und wenn Sie sich erinnern, dann war der Anlass für diese Neuwahlen ein Vorschlag rechter Politiker, dem sich dann auch Netanyahu angeschlossen hat, ein neues Gesetz über die Jüdigkeit des Staates Israel einzubringen. Das hat auch außenpolitische und innenpolitische Konsequenzen. Außenpolitische, als dass diese Friedensverhandlungen, über die wir vorhin gesprochen haben, von dem Staat Israel und der gegenwärtigen Regierung mit dem Anspruch belastet werden, dass der Staat Israel als jüdischer Staat anerkannt wird. Nicht nur einfach, wie das, wenn ich richtig informiert bin, im Völkerrecht üblich ist, als der Staat, der in diesen und diesen Grenzen existiert, Punkt. Im Allgemeinen ist es kaum üblich, Staaten danach anzuerkennen, wie sie sich selbst religiös, kulturell oder sprachlich definieren. Es hat aber auch innenpolitische Konsequenzen und auch das war vor ein paar Monaten in Israel, wenn ich richtig informiert bin, eine große Diskussion, dass es zwar eine israelische Staatsangehörigkeit gibt, aber keine israelische Nationalität. Da gab es eine Gruppe von Politikern, die mit einem entsprechenden Begehren an das oberste Gericht herangetreten sind. Die haben das zurückgewiesen, wie ich finde, völlig korrekt. Die haben gesagt, das muss das Parlament entscheiden. Ist nicht unsere Sache. Tatsächlich ist es in Israel so, dass es, wie gesagt, wenn ich richtig informiert bin, drei Nationalitäten gibt. Die jüdische, die arabische und die drusische. Auch das verhindert in gewisser Weise das Zusammenwachsen der dortigen, in sich sehr gespaltenen Bevölkerung, das hat ja Naomi Chazan gesagt, zu sowas wie einem ja, staatlich-gesellschaftlichen Ganzen. Also da gibt es ausgesprochen viele Probleme und ich kann auch, wie gesagt, hier im schönen Berlin hat man es leicht, also sagen, ich glaube, das funktioniert nicht so pragmatisch. Ich glaube, dass dieser Staat wie die meisten anderen Staaten, wenn wir jetzt mal von Großbritannien absehen, das keine geschriebene Verfassung hat, eine Verfassungsdiskussion braucht, so dass am Ende alle Bürgerinnen und Bürger die gleichen Rechte haben. Und um auf das einzugehen, was Adina Bachelom gesagt hat, wozu dann auch die Einführung eines säkularen Ehe- und Erbschaftsrechts gehört. Und da bin ich nun skeptisch, so viel zu Elon gesagt, dass man dieses Problem auf kommunaler Ebene durch gedeihliches Zusammenleben lösen kann. In Israel gibt es ein säkulares Erbschaftsrecht, aber die religiösen Richter sind auch verpflichtet, dem staatlichen säkularen Gesetz verpflichtet, nachdem das Erbgesetz gibt. Das ist säkular gefärbt. Das Einzige, was geblieben ist, ist das Gesetz der Eheschließungen und Scheidungen. Und ich glaube, das ist wirklich sehr schwierig. Diejenigen, die nicht gläubig sind, die religiösen Gesetze nicht wollen und dass sie das übernehmen müssen. Ich bin mir dessen bewusst, dass das ein Problem ist. Und deshalb würde ich wirklich appellieren, dass wir leider mit den Politikern zusammensetzen, um das zu lösen müssen. Auch das Gesetz der Nationalität. Die Ultraorthodoxen sind gegen dieses Gesetz. Wir wollen, dass jeder Mensch in Israel das Recht hat. Ich sage jeder Mensch. Ich habe nicht Jude gesagt, nicht Araber gesagt. Jeder Mensch soll die gleichen Rechte haben wie seine Mitmenschen. Ob das ein Araber, ein Christ ist und ich. Wir sollen die gleichen Rechte haben, wir leben im gleichen Land und insofern waren wir dagegen und wir werden weiterhin gegen diesen Gesetzantrag sein. Wer diese so rechten Gesetze einbringt, das sind die Nationalreligiösen. Nationalreligiösen, das habe ich mir bewusst so gesagt, die sind sehr nationalistisch geworden und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie mir das Land wegnehmen, so wie Elon das gesagt haben. Sie nehmen uns das Land, sie sprechen auch in meinem Namen.
und sie machen Dinge und da muss ich mich wehren und rechtfertigen, weil auch sie religiös sind und ein Großteil von uns widerspricht ihnen und diejenigen, die dem widersprechen, genieren sich oftmals und protestieren, indem sie überhaupt nicht zur Wahl gehen. Wenn wir, meiner Meinung nach ist das auch nicht richtig. Wenn wir Missstände sehen, erlaubt uns die Religion nicht, den Kopf abzuwenden und einfach zu schweigen. Also es gibt eine Riesenkluft zwischen den Nationalreligiösen und den Ultraorthodoxen. Ultraorthodoxe Rabbiner sind gegen die Siedlungen. Sie haben das verboten. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das wissen. Und die Ultraorthodoxen wollen ihr eigenes Leben leben. Wir brauchen gewisse Zusammenarbeit, aber ansonsten kommen wir schon klar. Wir wollen nicht das Leben von anderen bestimmen. Pragmatisch wäre das vielleicht besser, denn das ist eine gewisse Trennung zwischen Staat und Religion. Vor Ort gibt es das im Staat Israel ohnehin. Wenn wir vom jüdischen Staat sprechen, dann sollte man nicht trennen, aber es gibt im Grunde zwei Fragen, die miteinander verknüpft sind, aber nicht identisch sind. Einmal ein jüdischer Staat, ein religiöser jüdischer Staat. Und das zweite ist nicht dasselbe. Ein jüdischer Staat, also durch die Symbole und die Identität, jüdische Identität geprägt ist, nicht durch die Religion. Wenn wir vom zweiten Beispiel, zweiten Version sprechen, dort befinden sich viele der Spannungen zwischen Juden und Arabern. Da geht es um die staatlichen Symbole, das sind jüdische Symbole. Gibt es genug Raum für arabische Staatsbürger, sich mit dem Staat zu identifizieren? Gibt der Staat genug Raum für die arabische Identität, so dass er sich auch oder sie sich auch innerhalb dem Staat findet? Und ein Beispiel: Ein guter Freund, Leiter der gemeinsamen arabischen Partei, Ayman Uda, hat am Holocaust-Tag, ist er aufgestanden wie die anderen, als die Hatikva, die Nationalhymne, gespielt wurde und er ist deshalb angegriffen worden. Und er hatte das Bedürfnis, auch mit der Shoah sich zu identifizieren, mit dem jüdischen Leid und wollte sich dort nicht ausnehmen. Deshalb ist er von Arabern und Leuten seiner Partei kritisiert worden. Der arabische Staatsbürger, die arabische Nation, es sind hier eben zwei Bereiche, das sind einmal die staatsbürgerlichen Rechte und kollektive Rechte, die zum Tragen kommen. Damit meine ich eine gewisse Autonomie, die Sprache, wie sich das niederschlägt. Das sind sehr umfangreiche Fragen. Was die Religion betrifft, so stimme ich Adina zu. Ich glaube nicht, dass die Gefahr dort liegt. Leider muss ich sagen, dass auch in der religiösen und der ultraorthodoxen Welt die Führungspersönlichkeiten moderater sind als die breite Öffentlichkeit. Die religiösen Führer sind recht moderat, auch in Fragen von Staat und Religion, auch was die Gebiete betrifft, was die Araber betrifft. Da gibt es nicht wenige Stimmen, die moderat sind, die für eine Lösung sind. Aber die Öffentlichkeit, die eine Israelisierung durchläuft, die immer mehr Teil des Staates wird. Anscheinend ist das, oder zunächst einmal scheint es
positiv zu sein, aber das wird sehr nationalistisch. Ich spreche zum Beispiel von den Wählern der Elishai-Partei. Das sind Wähler, die aus dem ultraorthodoxen oder aus einer Schnittstelle kommen, aus einer Mischung von ultraorthodoxen und nationalreligiösen. Und wenn wir die politische Situation ansehen in Bezug auf Fragen Staat und Religion, da müssen wir uns die nationalen religiösen Identitätsfragen ansehen. Noch einen letzten Komplex ansprechen. Und zwar, also wir haben ja auf der einen Seite die Verfasstheit beziehungsweise das politische Reglement und auf der anderen Seite haben wir aber gesellschaftspolitische Entwicklungen. Und wir haben vorhin, was Deutschland angeht, schon mal Bezug genommen auf Pegida. Aber meine letzte Frage geht in die Richtung, welche Rolle hat die Erziehung? Micha Brumnik hat es im Eingangsstatement schon mal angesprochen. Welche Rolle hat die Erziehung? Wie viel Religion darf in der Erziehung Platz haben? Wie findet Identitätsbildung in diesem Rahmen statt? Und dazu würde ich jetzt gerne einfach mal eine ganze Runde mit Micha anfangen, Cem, und auch von unseren israelischen Gästen nochmal. Ja, ich kann es ganz schnell machen. Einerseits verliert die Religion in Deutschland an institutioneller Basis, die Kirchenaustritte steigen weiter. Also das ist der konfessionelle Teil. Das heißt aber nicht, dass das Bedürfnis nach Religiosität deswegen sinkt. Ich habe mir vor einem Jahr den Spaß gemacht, im Friedrichstadtpalast mir eine säkulare Jugendweihefeier anzusehen. Das war sehr interessant, weil die fast 1:1 mit bestimmten Abänderungen Konfirmations- und Kommunionsrituale nachgeahmt haben. Letztens geisterte auch eine Nachricht durch die Presse, wonach ein Junge, der traurigerweise früh verstorben ist an irgendeiner Krankheit, auf seinem Grabstein einen Fußball eingraviert haben wollte, was dann also die kirchlichen Friedhofsbetreiber abgelehnt haben. Also wie gesagt, dieses Bedürfnis nach Hingabe an ein Letztes, das gibt es durchaus. Aber das ist ein Problem für sich. Tatsache ist, dass gerade Immigrantengruppen aus traditionelleren Ländern immer noch an so etwas wie Religion interessiert sind. Und ich finde, dass der Religionsunterricht, der nun in Deutschland ordentliches Schulfach ist, da ein gutes Instrument bietet, um Kinder und Jugendliche mit den Religionen, die es in dieser multireligiösen Gesellschaft gibt, vertraut zu machen. Nicht nur in der Schule, sondern auch in Kitas, wo dann mittlerweile Weihnachten, das Zuckerfest und auch Chanukka von allen Kindern jeweils gefeiert werden. Das baut Fremdheit ab und Vertrautheit miteinander auf und deswegen kann man das nur fördern, zumal, darauf bin ich am Anfang zu sprechen gekommen, der Religionsunterricht in aller Regel, jedenfalls im öffentlichen Schulwesen, so gestaltet ist, dass er eine aufklärerische Wirkung entfaltet und damit fundamentalistischen Verhärtungen entgegenwirkt. Da könnte man auch an einen anderen laizistischen Staat erinnern, die USA, wo man sich auch überhaupt nicht darum kümmert, wo Staat und Kirche auch streng getrennt sind, mit dem Ergebnis, dass dort der Fundamentalismus fröhliche Urstände feiert. Also als Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen, vielleicht für die israelischen Freunde ganz interessant, bin ich in einer Partei Vorsitzender, wo zugleich eine Menge Religionslehrer sind, evangelische Religionslehrer, katholische Religionslehrer, in vielen Kirchengemeinden Leute, die sich in vorbildlicher Weise engagieren für Flüchtlinge, für Menschen, die am Rande der Gesellschaft sind, um die sich sonst viele nicht kümmern. Und zugleich habe ich in meiner Partei wahrscheinlich den höchsten Grad an Leuten oder mit den höchsten Grad an Leuten, die streng säkular sind, Atheisten sind und mit Religion nicht viel am Hut haben.
crazy ein bisschen, aber das macht den Reiz unter anderem dieser Partei aus. Und wenn wir religionspolitische Debatten haben, ich mir das so anhöre als säkularer Muslim, das sind ja oft Christen mit Christen, also ehemalige Christen mit praktizierenden Christen, faszinierend. Manchmal will man die Blauhelme rufen. Aber es zeigt ja eigentlich, dass es im Prinzip um eine Debatte geht, und die wird uns jetzt quasi durch die Muslime, die in unserer Gesellschaft leben, und die, also da gibt es natürlich genau die gleichen Diversifizierungen logischerweise, wie es sie in der Mehrheitsgesellschaft gibt, aber es gibt einen Unterschied: die Moscheen sind voller und die Kirchen leeren sich. Das heißt, ein Teil der Ängste, mit denen wir es in der Gesellschaft gerade zu tun haben, und übrigens auch von Leuten, die selber nicht religiös sind, ich habe das ja vorher bereits gesagt, aber durch das Aufkommen der Muslime und durch die Moschee, die da voll ist, auf einmal quasi wieder mit diesen Fragen konfrontiert sind, wo sie selber denn stehen, wer sie selber denn sind. Und ein Teil der Ängste hat damit zu tun. Weil ich glaube, wovon wir uns ein bisschen lösen müssen in Deutschland und in Europa ist, dass wir den Zivilitätsgrad einer demokratisch verfassten Gesellschaft daran messen, wie religiös die Leute sind. Wird das klar, was ich sage? Macht das Sinn? Okay. Also, das heißt, okay, es ist verstanden worden, ich muss es nicht erklären. Das ist, glaube ich, etwas, davon muss man sich dringend lösen. Wenn wir das als Gradmesser machen, dann werden wir sehr einsam werden auf diesem Planeten, denn um uns herum geht die Entwicklung nicht in diese Richtung zwingend. Und selbst in der eigenen Gesellschaft haben wir es mit Leuten zu tun, die das nicht als ihren Lebensentwurf haben. Die müssten wir alle rauswerfen, wenn das unser Maßstab ist: je weniger religiös, umso höher in der menschlichen Entwicklungsstufe. Dann wird es echt sehr unangenehm für uns Deutsche und für uns Europäer. Also sollten wir das nicht machen. Das ist ganz wichtig, weil selbst wenn man das nicht zugibt, dass man es macht, wenn wir ehrlich sind, ertappen wir uns dabei, dass wir so rangehen an Konflikte und an Leute, mit denen wir es in der Gesellschaft zu tun haben. Und zur Frage Religionsunterricht. Also ich habe vorher gesagt, ich komme aus einer muslimischen Familie. In meiner Kindheit gab es keinen muslimischen Religionsunterricht. Also sagten meine Eltern zu mir, oder in dem Fall meine Mutter, sagte zu mir: dann geh halt in den christlichen Religionsunterricht, das schadet nichts, da lernst du auch etwas über Gott, solange es keinen muslimischen Religionsunterricht gibt. Und ich ging dahin, und das Faszinierende für mich war, in diesem Unterricht ging es um alles, nur nicht um das, was ich faszinierend und interessant fand: Pentateuch oder historisch-kritische Exegese versus Verbalinspiration. Ich fand das faszinierend. Sondern in diesem Unterricht waren häufig, sagen wir mal, Lehrer, die eher meiner Partei nahestehen, sehr progressive Lehrer. Da haben wir das Thema Sekten behandelt. Dann ging es im nächsten Kapitel ging's um das Thema Sexualität. Dann ging es im nächsten Kapitel um das Thema Drogen. Im Jahr darauf hatten wir einen neuen Lehrer, der hat zur Abwechslung das Thema Drogen behandelt, das Thema Sexualität behandelt. Und dann gingen wir wieder um das Thema Sekten. Ich war kurz davor, dass ich sagte: wenn wir noch einmal das Thema Sekten haben, dann drehe ich in eine ein, aus Protest. Und wenn wir noch einmal das Thema Sexualität haben, dann werde ich sexuell pervers. Und wenn wir noch einmal das Thema Drogen haben, dann werde ich abhängig, weil ich kann es nicht mehr hören. Und was ich damit sagen will, ist: ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft Schaden daran nimmt. Und das sage ich, wie gesagt, als jemand Säkulares, als überzeugter säkularer Mensch, dass unsere Gesellschaft Schaden daran nimmt, wenn wir es ermöglichen, dass innerhalb der staatlichen Schule ein solcher Unterricht angeboten wird. Zugleich sage ich als jemand, der aus Baden-Württemberg kommt, ich habe mit Händen und Füßen immer dagegen gekämpft, dass es keine Alternative dazu gibt. Das ist das, was Micha Brumlik vorher mit der negativen Religionsfreiheit gemeint hat, was auch dazugehört und was man genauso verteidigen muss. Das heißt, in Baden-Württemberg zu meiner Schulzeit gab es nur Religionsunterricht oder nichts. Es gab nicht Ethikunterricht. Also lasst den Leuten ihren Religionsunterricht, die den wollen. Und lasst uns aufhören, dagegen zu kämpfen und so zu tun, als ob wir da einen zivilisatorischen Fortschritt hätten, wenn wir das nicht haben. In einer Gesellschaft, wo wir es zunehmend mit einer Durchökonomisierung von allen Lebensbereichen zu tun haben. In einer Gesellschaft, wo es zunehmend so ist, was weiß ich, die Schulzeit wird verkürzt, die Kinder sollen immer früher auf die Schule, die Studienzeit soll verkürzt werden, damit man möglichst schnell auf den Arbeitsmarkt kommt. Ist es kein Schaden, wenn es einen freien Bereich gibt, wo
wo man Sinnfragen diskutieren kann, wo es einen freien Bereich gibt, wo nicht der Notendruck im Mittelpunkt steht. Jetzt kommt aber wieder der Grüne in mir durch oder der Verfassungspatriot in mir durch. Würde mich jetzt auch interessieren, was die israelischen Freunde dazu sagen. Ich glaube, jede Gesellschaft ist im Kern auch darauf angewiesen, dass es was Verbindendes gibt. Also was Gemeinsames gibt. Das heißt, ich wünsche mir nicht nur, dass evangelische, christliche Kinder etwas erfahren über ihre Religion, sondern es muss auch was geben, wo sie was erfahren über Judentum und über Muslime. Und ich wünsche mir übrigens auch, dass jedes sunnitisch-muslimische Kind etwas erfährt über die eigenen Minderheiten. Da geht es ja nicht nur darum, dass sie was erfahren über Judentum und Christentum, sondern sie sollten vielleicht auch mal was wissen über die Aleviten. Wäre auch kein Schaden. Damit sie vielleicht auch das ein oder andere Vorurteil überwinden können. Und umgekehrt ist es, glaube ich, ganz gut, wenn christliche Kinder wissen, dass der Unterschied zwischen katholisch und evangelisch nicht nur aus der Frage besteht, ob es einen Papst gibt oder nicht. Also all diese Dinge, finde ich, gehören, unabhängig davon, ob man religiös ist oder nicht, auch, finde ich, zur Allgemeinbildung in der Gesellschaft. Man versteht die europäische Geschichte nicht, ohne dass man in Grundzügen etwas weiß über die Religion. Da muss ich gestehen, habe ich meine Meinung auch geändert. Das liegt vielleicht daran, dass der Kultusminister von Baden-Württemberg nicht mehr Meier-Vorfelder heißt, für die, die wissen, was ich meine. Da hat sich Gott sei Dank auch was verändert bei uns in der Gesellschaft. Ich werde bei den nächsten Wahlen Grün wählen. Ich glaube sehr an die Demokratie und anderem auch in der geschilderten Art und Weise. Eine Gesellschaft mit vielen unterschiedlichen Stimmen hat eine große Ressource. Wir müssen nur wissen, wie wir das nutzen. Sie haben die einzelnen Gründe genannt. Ich habe sehr viel Respekt, Würde für die anderen. Und wir müssen hier wirklich etwas schaffen. Und ich will, wir müssen das von der Bedrohung zu einer Ressource werden lassen. Und ich glaube, dort in diesem Bereich können wir viele der israelischen Fragen lösen, wenn die Religion nicht nur das Irrationale, das Primitive ist, das Fremdenhass verbunden wird. Und wenn man meint, dass all dieses Negative aus der Religion hervorkommt, dann muss man das bekämpfen, diese Sichtweise. Aber dann hat man ein Problem, denn das Problem liegt darin, dass die Religion nämlich auch dem Leben Bedeutung gibt. Für viele Leute gibt es dem Leben eine Bedeutung. Vielleicht kann man auch denken, einige Jahre, dann haben wir das hinter uns. Aber der Zionismus ist per Ideologie eine sehr säkulare Bewegung gewesen. Aber dann haben wir eine große Bevölkerung innerhalb der Gesellschaft, die ihre Bedeutung, ihren Sinn woanders findet, in der Religion. Ich glaube, dass jeder kulturelle Raum eine historische Dialektik hat, die auf diese Kulturen zurückgeht, das Judentum, das Christentum oder der Islam oder die Säkularen. Wenn die zu Fremdenhaus und Morden führen kann. Ja, das kann passieren, aber das muss nicht in diese Richtung führen. Und dafür gibt es für die eine und die andere Richtung gäbe es sehr viele Beispiele. Es gibt viele historische Beispiele, wie man den anderen sieht. Und ich muss mich mit diesen Fragen auseinandersetzen, mit all diesen Fragen und auch mit denjenigen, die nicht Teil meiner Identität sind. Wir müssen eine pädagogische Sprache erfinden, die den Dialog ermöglichen mit diesen anderen Gruppen.
Wir brauchen mehr Empathie, mehr Gehör. Wir müssen uns stärker bemühen, den anderen zu verstehen. Wir wollen nicht seine Religion ändern oder ihnen Liberalismus beibringen. Wir müssen sehen, dass innerhalb dieser Gruppierungen, dieser Religionen es die gleichen Werte gibt. Die müssen gestärkt werden. Und diese Schnittstelle, da müssen wir ansetzen. Das ist die pädagogische Herausforderung. Die Säkularen in Israel sollen Talmud lernen. Sie sollen Talmud lernen. Darüber würde ich mich freuen. Die müssen auch über den Koran etwas wissen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und gleichzeitig würde ich mich freuen, dass die Araber, die lernen das, dass die historische Debatte schon lange in Israel, aber die Bibel ist sehr wichtig, der Tanach, um die anderen zu verstehen. Das darf keine Bedrohung sein. Man muss voneinander lernen wollen. Man kann voneinander lernen. Und ich glaube, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und damit muss sich jede einzelne Gruppierung innerhalb der eigenen Gruppe auseinandersetzen, mit diesem Zusammentreffen der einzelnen Gruppen. Sehr schön. Ich stimme jedem deiner Worte zu. Ich möchte etwas zum Judentum erklären. Also die jüdische Religion hat so viele Bezüge zum Alltag. Also ich kann das hier gar nicht alles ausführen. Dafür haben wir nicht genug Zeit. Wenn man isst, muss man genau wissen, was man isst. Es gibt ein umfangendes Gesetz zur Kaschrut. Und es gibt Leute, die sitzen Tage und Nächte lang und studieren das. Und was mich stört, ist, dass das zu Lasten der säkulären Fächer geht. Ein Kind, das heute in der ersten Klasse in Israel ist, das nicht Mathematik und Englisch lernt, der Staat, der jetzt zulässt, schadet diesem Kind. Seine Eltern haben natürlich diesen Weg ausgewählt. Und wir haben heute immer mehr Gruppierungen in den ultraorthodoxen Gesellschaften, die das bekämpfen. Es gibt einen großen Durst bei den Säkulären, einen großen Wissensdrang, Gemara zu lernen, das Judentum kennenzulernen und etwas über die eigenen Wurzeln zu erfahren. Wir dürfen die Kinder, die nächste Generation der Ultraorthodoxen nicht vernachlässigen. Und ich glaube, viele religiöse Rabbiner würden mir da sprechen, aber ich bin dafür, dass die auch andere Fächer wie Mathematik und Englisch lernen. Und die Bildung ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Nur mit Hilfe von Bildung können wir die Welt verändern. Und die Erziehung unserer Kinder ist, da müssen wir anfangen, die Erziehung gegen den Rassismus. Das Judentum ist gegen den Rassismus und die verachtet Rassisten. Und ich weiß, diese Stimmen sind nicht laut genug. Sie haben nicht die Möglichkeit zu äußern. Und deshalb bin ich heute hier, um diese Stimme hier an Sie heranzutragen. Ich werde nicht mehr das sagen, was den Leuten, die mir nahestehen, genehm ist. Ich sage es, es sind die ultraorthodoxen Kinder, die nicht die Möglichkeit haben, Englisch, Mathematik zu lernen, um im Leben voranzukommen, denen tut man etwas Schlechtes an. Ich spreche jetzt nicht von Übertreten von anderen Dingen, aber nirgendwo steht es, dass Kinder nicht Englisch und Mathematik lernen. Sie sollen
Tora lernen und vor allen Dingen Tora lernen, sagen die meisten Rabbiner, und verhindern, dass sie den Zugang zu anderen Bereichen haben. Und damit schaden sie vielen Kindern. Wenn sie 18 sind, können sie nichts anfangen. Sie können nur Gemara lernen, damit kann man seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten und damit können sie auch keine eigene Familie gründen. Und das sind schon 3 Generationen, wo die Familien diesen Weg weiterverfolgen. Und ich bete nicht nur dafür, dass sich das verändert, ich versuche mich auch dafür einzusetzen, dass sich das ändert. Und es gibt viele Leute, die mir da zusammenstehen. Wir können auch über den Islam lernen. Das widerspricht nicht unseren religiösen Geboten. Mein Vater war in Moscheen. Das ist keineswegs verboten. Wir können auf diese Art und Weise einander näher kommen. Wir haben die Religion als Bild. Wir haben 3 Jahre in Ägypten gelebt und mein Vater hatte einen engen Bezug zum Oberrabbiner und zu den Scheichs. Auch der Rabbiner Amar hatte zu den Scheichs in Israel und auch den in der palästinensischen Behörde enge Beziehungen. Der Rabbiner Melchior hat das übernommen. Rabbiner, religiöse Oberhäupter setzen sich für den Frieden ein. Der hat sich mit den muslimischen Brotherhood in Ägypten und Tunesien getroffen, um den Frieden herbeizuführen auf der Welt. Und ich hoffe, dass es ihm gelingen wird. Und er ist keineswegs jung. Adina, noch zum Schluss. Ich finde es bemerkenswert, dass auf der einen Seite von säkularer Seite eine religiöse Erziehung eingefordert wird und von religiöser Seite das Plädoyer für eine vernünftige Ausbildung hier vorgebracht wurde. Ich finde das ein bemerkenswertes Ergebnis als Ende dieser Debatte. Ich bitte noch mal um Verständnis, dass wir jetzt nicht geöffnet haben. Wir stehen sehr unter Zeitdruck. Ich möchte mich zuallererst noch mal ganz, ganz herzlich bei dem Podium bedanken. Und ich glaube, es war sehr... Es war nicht nur sehr interessant, sondern es war vor allen Dingen auch informativ für viele von Ihnen. Und ich freue mich sehr, dass wir unsere israelischen Gäste hier gehört haben und auch von der deutschen Seite, von der politischen Seite und ein bisschen mehr Hintergrund. Leider ist die Zeit zu kurz und wir stehen jetzt noch unter ganz besonderem Zeitdruck. Der Saal wird umgebaut. Nehmen Sie bitte alle Ihre Mäntel, Taschen und so weiter, tut mir leid, alle Ihre Taschen, Ihre Mäntel und so weiter mit raus, weil wir werden für die Fishbowl hier alles umbauen lassen. Und von daher ist es ganz gut, wenn Sie Ihre Sachen jetzt mal bei sich haben. Vielen Dank.